In zähen Verhandlungen ist ein Scheitern der Weltklimakonferenz in Baku gerade noch verhindert worden. Der Gipfel hat eine Abschlusserklärung angenommen, die viele enttäuscht. Zwar verdreifachen die Industriestaaten ihre Klimahilfen für ärmere Länder auf jährlich 300 Milliarden Dollar, aber nach Einschätzung von Fachleuten und Umweltorganisationen ist das noch viel zu wenig. Außerdem gibt es keine konkreten Beschlüsse, weniger Treibhausgase auszustoßen. Der Hammer fällt, die Konferenz in Baku ist beendet. Auch wenn es den üblichen Beifall gibt, auf dieser Klimakonferenz sei die Stimmung so schlecht gewesen wie lange nicht mehr, sagen Verhandler und Beobachter. Bundesaußenministerin Baerbock hatte lange gemeinsam mit der EU versucht, den Teilnehmerstaaten mehr Zugeständnisse beim Thema Minderung von Treibhausgasen abzuringen, wenig erfolgreich. Wir haben dennoch unseren Beitrag zur Klimafinanzierung geleistet, gerade weil einige versucht haben, dies als Thema der Spaltung in diese Klimakonferenz reinzutragen. Die Verhandlungen hatten sich lange um die Finanzierung von Klimahilfen für Entwicklungsländer gedreht. Der jährliche Betrag lag dafür bisher bei 100 Milliarden US-Dollar. Nun werden es 300 Milliarden Dollar sein. Ein Ziel, das allerdings erst 2035 erreicht werden muss. Für manche Entwicklungs- und Schwellenländer ein Tropfen auf den heißen Stein. Es ist nichts, was uns nachhaltig hilft. Die Bekämpfung des Klimawandels ist notwendig für das Überleben unseres Landes, sein Wachstum und für bessere Lebensbedingungen. Es tut mir leid, wir können es nicht akzeptieren. Indien und andere Länder lehnen den Entwurf ab. Am Ende wird er doch angenommen. Die von den Entwicklungsländern geforderten 1,3 Billionen US-Dollar jährlich werden zum schwammigen Gesamtziel, für das noch eine Finanzierung gefunden werden muss. Und deswegen muss jetzt in den Krisenmodus umgeschaltet werden. Und wir müssen uns einfallen lassen, wie wir gerade die Öl- und Gasindustrie, die enorme Profite jedes Jahr machen, wie man die zur Kasse bitten kann. Gesucht wird ein von allen akzeptiertes Konzept für die Finanzierung. Beraten will man es 2025 anderswo, in Brasilien. Es werden große Schritte und ein harter Kampf werden. Hoffen wir, dass wir das schaffen. Brasilien soll es besser machen als Aserbaidschan. Ölländer, die blockieren, starke Schwellenländer wie China, die nicht zu Geberländern werden wollen. Die Konferenz mit ihren 40.000 Delegierten und Beobachtern hat keine bedeutsamen Ergebnisse hervorgebracht. Dass Ausrichterland Aserbaidschan seine Rolle nicht annähernd ausgefüllt hat, macht die Sache noch schlimmer. Die vielen ungelösten Probleme werden im nächsten Jahr vom nächsten Ausrichterland, von Brasilien, bearbeitet werden müssen.